Seid mir gegrüßt, edle Daddel-Veteran, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, wo wir ja dieses Schiffchen noch ein bisschen kaputt hauen müssen. Da haben wir ja unser Kaputthau-Sondereinsatz-Gedöns-Kommando. Die werden das schon irgendwie rocken. Nein. Nein. Nicht schon wieder. Dönerfrikadelle, Bürgermeister, hat genug von der Zivilisation. Mal wieder. Er hat erkannt, dass wilde Tiere immer frei sind. Aus diesem Grund hat er beschlossen, deine Fraktion zu verlassen, um bei den wilden Tieren zu leben. Du kannst versuchen, ihn zu zähmen oder gefangen zu nehmen, um ihn wieder zurückzubekommen. Ah, schon wieder Laune. Die Ursache, die das Fass zum Überlaufen ließ, war Gewaltdesensibilisierung. Ach, da hockt er rum hier. Und das macht Josh. Oh. Hilfe? Semi-Ballett hier noch immer rum. Scheiße. Hatte ich gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Puh. Semi. Das ist gefährlich. Da könnte sich jemand verletzen. Daddel hat über ihre Hobbys zu Mr. Junior sich geäußert. Ach, auch schöne Formulierung. So, und Brian macht das schon. So. Ohne, dass er sich zu den Tieren begibt. Wir haben Bauteil, wir haben Stahl, wir haben Plaststahl und einen Hightech-Bauteil. Ist auch schon mal geil. Das nehmen wir mal mit. Einfach mal so aus purer Laune. Und wir haben noch einen Großhändler. Ja! Den können wir auch mal ansprechen. Hallo Großhändler, da ist er. Der Gruber. Oder die Gruber? Nee, Gruber ist schon männlich. Man weiß ja nie bei RimWorld. Das ist ja auch alles sehr genderfluid manchmal. So, in der Theorie hätten wir hier mehrere Retriever, die wir rüberjuckeln können. In der Theorie kann man es auch wieder lassen. Eigentlich gar nicht so viele Hunde, ne? Deswegen. Ach, Dickens ist eigentlich so mit unserer Älteste. Aber egal, trotzdem. Verkaufen. Manchmal muss man auch Dinge tun, die einem im Herzen ein bisschen wehtun. Aber es ist ja hier ein Großhändler, ne? Da können wir ja Dinge tun, habe ich mir sagen lassen. Zum Bleistift können wir uns Bauteile holen, ja. Oder Stahl, wenn wir Glück haben. Jo, können wir ganz viel Stahl, also was heißt viel, 208. So viel ist das auch nicht. Ah, da können wir die ganzen bescheidenen... Nee, Schlafsäcke brauchen wir ja noch. Uiuiui. Selbst für die exzellenten Betten bekomme ich nicht mehr viel. Das ist irgendwie schon ein bisschen traurig. Ein meisterliches Holzbett. Ja, man muss alles halt mal irgendwann verkaufen. So leid es mir tut. So, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Die Mütze aus Stoff ist auch egal. Kriegsschleier brauche ich nicht. Staubmantel aus Elefantenhaut. Normal, das braucht keine Sau. So ein Elefanten offenbar. Nee, auch nicht. Sonst wird es nicht im Lager rumliegen. Ach Mensch, wieso habe ich diese schlechte Qualität? Es ist einfach traurig. Und Hosen? Hosen habe ich hier nicht so viele aus Nanofaser auf Lager. Zwei Stück hier. Trotzdem würde ich sagen, ich verkaufe einfach mal die aus Teufelsgarn. Toll, ich wollte mir eigentlich Sachen kaufen. Jetzt mache ich irgendwie Geld als umgekehrt. Dann habe ich auch noch so viel schweres Leder. So eine Scheiße, ey. Ach. Manchmal läuft es nicht, wie man möchte. Parker brauche ich nicht. Fuchsbell. Nee. Geh weg damit. Das brauche ich genauso wenig. Das brauche ich nicht. Hemd aus Stoff. Leck mich am Popo. Das brauche ich auch nicht.
Nö. Manchmal muss man einfach Nein sagen tun. Und war mir richtig viel vegetarisches Zeug gerade. Ich bin milde begeistert. So, aber wir wollen noch andere Dinge tun, ne? Zum Beispiel Bauteile. Ja, komm. Die packe ich noch rüber und dann sieht schon etwas besser aus. Oh, was kann ich mir denn noch gönnen? Haben die hier irgendwas im Angebot, was sich richtig lohnt für uns? Eine Couch können wir uns gönnen. Warum nicht eine geile Couch, ne? Das ist hier die Frage. Wir können auch Gojus und was nicht alles. Wir haben ja, glaube ich, auch noch hier Kräutermedizin, oder? In der Theorie können wir die auch weiterentwickeln. Ach Mensch, ich bin hier gerade so am Neutramin. Ja, nein, ich habe hier mehr als genug davon eigentlich. Irgendwas brauche ich noch, was ich rüberholen kann. Wobei, er scheiß drauf. Kriegen die eben was drauf? Da sind die doch glücklich. Ja, passt schon. So, hier, zack. Da, von 40 zu 45. Warum nicht gleich so? Ich mache mir hier Gedanken. Das ist ja... Ich muss mir doch gar nicht so viele Gedanken machen. Oh, Bauteile haben wir jetzt wieder satt. Also, wir werden nicht verhungern, was das angeht. Revolver. Ach, da ist jemand von unseren Gästen niedergeknüppelt worden. Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. So, die Dinger müssen noch fertig gemacht werden. Und dann kann es bald wieder immer in die richtige Richtung gehen. So. Also es dauert nicht lange, dann sind wir besser als vorm Angriff eigentlich. Beziehungsweise besser stehen wir ohnehin da, weil wir ja vieles erst gebaut haben, als da schon das Schiff gelandet war. Was geil, hier haben wir noch vor der... Es entwickelt sich echt in eine positive Richtung. Ich mag es sehr. Elefant 2 hat sich vollständig erholt. Oh, da muss ich mal gucken. Ist hier alles geheilt? Ja, da ist zumindest Pflaster drauf. Bepanthen. Und was nicht sonst noch alles. Schmollix hat sicherlich auch etwas Vaseline drauf geschmiert. Ein kleines bisschen müssen wir natürlich bei Vaseline bleiben, ne? Kurgagakri. Och, was ist das denn für ein heftiger Originalname? Das ist ja gar nicht mal so einfach auszusprechen. Ach, Döner ist wieder zurück. Wunderbar. Willkommen zurück, Döner. Zum, ich weiß nicht wie viel Mal, war nicht Mayo, sondern General Tanky. Eieieiei. Das ist ein Drama hier. Braucht man wieder Big Brother noch Sommerhaus noch Dschungelcamp, wenn man hier... Dschungelcamp war das ja quasi. Ich bin ein Döner, holt mich zurück. Mehr oder weniger war das. Und da ist er wieder. Sie, wie auch immer. Das Döner. Das wäre auch mal schön, so eine Historie mit wann ist gegangen, wann kehrte wieder zurück. Uiuiuiui. Tierfutter haben wir auch satt, glaube ich, im Moment. Ja. Wie steht's mit unserem richtigen Futter? Üppige Mahlzeiten geht auch in Ordnung eigentlich. Leckere haben wir auch gut aufgefüllt mittlerweile. Ich glaube, die waren auch mal weniger. Aber da ich das irgendwann... Oder nee. Die Grenze von 200 hatten wir jedoch sicherlich nicht erreicht. Dann haben wir noch Sushi, genau. Ganz wichtig. Haben wir ja gefunden. Oder sagen wir, ich habe da mal was vorbereitet. Ah, da sind einige Dinger hier schon. Also das hier ist schon grenzwertig. Auch wenn es nicht so viele Tage mehr... Oh, doch. Oh. Naja, das passiert halt. Müssen wir mit leben. Derweil verarbeiten wir Krams. Ach du Schande, haben wir jetzt schon alles hier abgebaut? Ne,
Hey, diesen einen hier, den noch nicht. Der kommt noch. Das Geile ist, wir haben dadurch ein bisschen mehr Fläche für Holz. Apropos Holz. Unsere Holzvorräte gehen richtig schön zur Neige gerade. Da müssen wir was tun. So, wir hacken nochmal Holz. So. Ach, Jo konnte natürlich nicht sämen, weil Jo hier am massiv rumputzen ist. Zumindest derzeit. Guck mal, hier wird auch nochmal Fallen nachgebaut. Haben wir überhaupt genug Stein dafür? Ja, Kalkstein wird langsam eng. Muss man ehrlich dazu sagen. Wie gesagt, Holz wird ebenfalls derzeit ein bisschen knapp. Es ist nicht einfach, ne? Es ist nicht einfach. So, Erik hat sich auch erholt. Perfekt. Uiuiui. Da rappelt's aber in der Kiste, beziehungsweise im Maisfeld. So, zack. Mal sehen, ob Brian klug ist und... Du nimmst jetzt was mit. Hä? Ja, dann lass das doch gleich sein. Wenn er erstmal zurückgeht, dann braucht er gar nicht wiederkommen. Also. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ausgerechnet der Spieler, der hier immer ein Desaster nach dem anderen heraufbeschwört. Hier haben wir natürlich auch noch Stahl, den wir abbauen können, wenn alle Stricke reißen. Das ist ja also unsere Notfallreserve. Quasi die Reserve von der Reserve. Was haben wir hier? Ein 8er Silberader nur. Ah, hier haben wir einen. Ja, da können wir natürlich auch mal so ein bisschen. Oh, Wahlen haben begonnen. Als Kandidaten haben wir Jo. Als Kandidat haben wir Junior, Polar, Altan, Mau und wer noch? Ach, ich selbst. Versteck mich dahinter. Oh, dann munteren Wahlvorgang. Döner, willst du nicht wieder Verantwortung übernehmen? Gefällt dir doch immer so gut. Oder auch nicht. Oh, hier haben wir richtig schön Mahlzeiten rumliegen. Über 20 Stück liegen hier in der Küche rum. Die müssen erst noch weggebracht werden. Oh, war hier irgendwas wieder? Ja, nichts Wichtiges, nur ein bisschen... Oh, Feuer. Ja, nichts Wichtiges gerade. Ist richtig. Wen interessiert das Scheißfeuer? Er regnet ja, ne? So, langsam geht das Fleisch da zu Neige, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es wird weniger. Und ich weiß nicht, warum das hier noch gar nicht angegangen wird. Ich hab hier doch schon... Müsste doch eigentlich mal hier weggeknuspert werden. Das ist ja eigentlich keine richtige Mauer. Das ist ja eigentlich nur... Irgendwann werden die das schon machen. Hoffe ich. Vielleicht. Keine Ahnung. Erlaubt ist. Ich weiß nicht, was da nicht so ganz richtig läuft. Aus irgendeinem Grund wird hier nicht gebaut. Ich weiß das echt nicht. Hm. Ganz kuriose Dinge auf jeden Fall. Aber wir brauchen definitiv mehr Energie demnächst. Vielleicht müssen wir dafür dann wieder ein bisschen Wiese loswerden. So, zack, das Ding kommt nämlich wieder hin. So leid es mir tut, aber ich brauche die Energie. Also zack, reingeplöppelt. 7500 Energie mehr, das macht schon was aus. Und dann können wir uns nämlich auch darum kümmern. So, wer ist denn hier Mr. Bergbau?
Oh, nebenbei. Ketchup braucht noch eine Aufgabenzuweisung. Offenbar. So, was kann Ketchup denn? Aufseher, ja, mach mal. Verhandeln, immer gerne. Bauarbeiter. Ja, geht auch in Ordnung. Schmied, oh, ich weiß ja nicht. An und für sich wäre nicht schlecht, den Rand zu lernen. Träger, Reiniger und Forscher. Nee, Forscher brauchen wir nicht. Wert überbewertet. Gibt derzeit wichtigere Punkte. Wobei ich auch nicht weiß, was jetzt wichtiger ist. Aber egal, es gibt sie irgendwo. Vielleicht, eventuell. Man weiß es nicht. So, hier werden noch immer zwei High-End-Bauteile gebaut. Und dann können wir uns ja mal wieder hier so Energiegewehr oder was nicht so schönes genommen wird. Energierüstung wäre auch eine Möglichkeit. Zwei werden auf jeden Fall noch drin. Also es ist noch einiges, was wir machen können. Haben wir überhaupt noch ein paar Elektroleichen im Keller? Oder wurden die... Die wurden offenbar schon alle fertig abgedingst. Na gut, da kann ich dann auch nichts für. Oh, und es wird noch immer repariert. Leute, was habt ihr hier alles kaputt gemacht? Aber ich bin unschuldig, ich war es nicht. So, hier ist noch Medizin. Ja, dann kann als nächstes das gemacht werden. Ah, und ich wollte doch eigentlich, das war doch mein ursprünglicher... Hä? Arbeit, dann eben hier. So, Bergbau. Wuseline zum Bleistift. Oder Blacky. Jo, Blacky wäre eine Idee. Blacky, wo bist du? Ach, Blacky ist da. Blacky darf aber hier... Kein... Wer sagt das? Ich habe hier doch auf Erlaubnis und so. Hä? Warte, ich kann doch hier rein wandern. So, und dann... Ah. Kein... Da. Ich habe doch hier auf unbegrenzt. Das bedeutet, da ist schon mal kein Problem. Das ist doch jetzt nicht so dicht bewachsen hier, dass... Gibt es da echt Probleme? Okay. Ich weiß nicht wieso. Weil das ist denn kein Problem, ne? Mal kurz gucken. So, kann er gleich hier drüber latschen irgendwie? Hoffmeier. Ich weiß nicht, woran. Müssen wir mal kurz gucken. Wir haben doch. So. Ich kann hier hinschicken. Ja. Kann ich. Glaube ich. Vielleicht. Zack, das geht. Ja. Kann ich abbauen? Kann da. Oh. Okay. Ich erkenne das Problem gewissermaßen. An dieser Stelle muss ich dann offenbar vorerst mit Trick 17 arbeiten. So kacke ist das. Da muss ich erstmal, glaube ich, so eine Kacktür bauen. Wobei, nee, da muss ich doch gar nicht abreißen. Ha. Nee, nicht abreißen. Dann bauen wir hier die besagte Kacktür hin, ne? Mein bester Freund, die Kacktür. So. Na, ne? Da wird sowas gemacht und dann muss aber auch gleich hier Erfolgpreis. Das ist sehr schön, das ist sehr lüblich.
Wobei das ja jetzt nicht so wichtig ist. Da entweicht ja jetzt keine Temperatur. So, und jetzt müsste das dann hoffentlich, oder? Wenn ich hier auswähle. Kein Bergarbeiter. Gut, kein Bergarbeiter ist natürlich ein valides Argument. Ja. Wer war denn? Hier, irgendjemand hatte doch Bergbau. Bergbau, Wuseline, General Tanky. Ja, Tanky können wir gleich. Der hat doch eh Nachtdienst. Warum nicht? Das ist doch eine Idee. Das machen wir. General Tanky. Wo ist er? Irgendwo hier. Boah, der ist gar nicht mehr so weit hinten mittlerweile. Das ist ja echt grandios. So. So machen wir das. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es hier denn so weitergeht. Ich bin doch erstaunt, dass dieser eine Angriff zuletzt gar nicht mal so viel Auswirkung hatte. Dass wir eigentlich wieder viel geiler bei sind. Und hoffen, dass es denn noch ein kleines bisschen so hält. Bis dann allerdings. Ciao, ciao.